manche Leute sagen Fotze und sagen dann, oh, das sagt man hier nicht. Du Schlampe, du kannst doch nicht mal gerade ausgucken. Die interessieren sich doch nur für die Knackärsche für Spieler. Du spielst wie eine Frau. Fußball, eine letzte Bastion für krasses Macho-Gehabe, wird kräftig aufgemischt. An vorderster Front weibliche Ultra-Fans. Sie sind kämpferisch, engagiert und fußballfanat. Rosa Fanschals sind ihnen ein Gräuel. Sie fordern Respekt statt Sekt am Eingang und liegen in Führung, wenn es darum geht, ihren Verein zu supporten. Eigene Gesänge haben und eigene Choreos machen, die alle selber machen. Und das ist natürlich total aufregend und toll. Eine ganz andere Art von Stadionerlebnis, als irgendwie auf dem Sitzplatz zu sitzen, irgendwie sein Bier zu trinken. Ultras sind Hardcore-Fans. Sie sorgen für Stimmung im Stadion, unterstützen ihre Mannschaft mit Transparenten und Gesängen und stehen mit den Medien auf Kriegsfuß. Die Polizei hat sie auf dem Kieker. Politiker werfen sie in einen Topf mit den Hooligans und Moderatoren nennen sie die Taliban der Fans. Dabei wird leicht übersehen, die meisten Ultras sind gesellschaftskritisch, sozial engagiert und offener als normale Fans. Dass ich irgendwie Werder-Fan war früh oder Fußball gespielt habe oder, keine Ahnung, viele jungshafte Dinge einfach gemacht habe, das ist nicht verstanden worden. Und es hat sich irgendwie, je älter ich geworden bin, dann so entwickelt, dass ich mir einfach Leute gesucht habe, die das akzeptieren und die mit meiner Art und Weise umgehen können. Und da bin ich dann halt irgendwann auch zu den Ultras gekommen und habe da einen Ort, einfach ich sein zu können. So harmonisch ging es aber nicht immer zu. Die zwei Ultrafrauen von Werder Bremen mussten sich ihren Platz in der Gruppe erst erkämpfen. Als Frau in so einer Szene hatte man das damals, und gerade ich in so einem jungen Alter, überhaupt nicht leicht. Als ich mit 14, 15 im Bus saß, lief mir auch Pornos im Bus. Also das war völlig normal. Ein Grund, warum Ultrafrauen Aufklärungsarbeit leisten, Sexismus die rote Karte zeigen und öffentlich Stellung beziehen. In einer ironischen Aktion ließen Frauen von Ultra St. Pauli verlauten, sie hätten die Männer aus ihrer Gruppe geprügelt, weil die nur Frauen abchecken wollten und sonst kein Engagement gezeigt hätten. Die Reaktion in Ultra-Deutschland, ganz besonders in einem bekannten deutschen dummen Ultraforum darauf, waren alle so herrlich selbstentlarvend. Also da wurde wenig bis gar nicht inhaltlich über die Sache diskutiert, vielmehr darüber, was für eine Körbchengröße denn wohl die Frau in der zweiten Reihe hat oder wie viel die in der ersten Reihe wohl wiegt. Unterstützt werden sie dabei von Fanprojekten. Daniela Wurps ist Koordinatorin von Football Supporters Europe und im Gegensatz zu manch männlichen Fans kein Freund von Kaffeekränzchen. Eine Freundin von mir und ich stehen zusammen in einer Reihe. Alle um uns herum haben sich während des Spiels unterhalten, alles Männer. Und wir guckten uns dann so an und dachten nur so, sag mal, sind wir eigentlich die einzigen beiden, die hier das Spiel gucken? Wie geil. Vorurteile abbauen und einen Raum für kritische Diskussionen bieten. Das ist auch Aufgabe von Thomas Hafke. Der Mitarbeiter des Fanprojekts Bremen hat eine Antisexismus-AG gegründet, die eigene Transparente malt und an der vor allem männliche Fans teilnehmen. Männertümelei, der ganze Machismo ist ja auch eigentlich für Männer ziemlich anstrengend und eigentlich eine ziemlich traurige Angelegenheit. Und die Männer, die sagen, dass sie gerne mit Frauen zusammen sind, das sind bestimmt auch Männer, die sagen, wir haben keinen Bock auf diese Macho-Scheiße. Das stresst uns einfach nur. So weit sind viele Ultragruppen bis heute noch nicht. Sophia Gerschel hat ihre Diplomarbeit über weibliche Ultrafans geschrieben und ist Mitarbeiterin im Fanprojekt Karlsruhe. Frauen sind dort als Ultras nicht erwünscht. Sophias Kritik gilt aber ganz anderen. In einer gewissen Weise sexistisch verhalten sich auch manche Vereine, gerade mit ihren rosa Merchandising-Artikeln. Und für die Frau gibt es alles schön eng. Ich mag kein Pink, ich finde Pink scheiße. Ich weiß nicht, was das mit meinen Vereinsfarben zu tun hat. Es gab auch eine Aktion in einem Stadion am Frauentag. Da bekamen die Frauen dann ein Glas Sekt am Stadioneingang, wo viele dann einfach sagen, was will ich mit Sekt im Stadion? Nur weil ich eine Frau bin und gerne Fußball schaue, möchte ich nicht am braun-weißen Frauentag eine Blume beschenkt bekommen. Also da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Das hätten sie vielleicht lieber in Freibier investieren sollen, das Geld.
Vereine schüren immer noch das Bild der Frau als Sexobjekt und als schwaches Wesen, das vor anderen Fans geschützt werden müsse. Beim letzten Sicherheitsgipfel wurden sie als Argument für verschärfte Kontrollen benutzt. Dabei droht Gefahr aus anderer Ecke. Ganz oft mache ich halt eben auch die Erfahrung, dass die Sicherheit eines Spiels weniger vom Fanverhalten als vom Verhalten der Sicherheitskräfte abhängig ist. Wir hatten einen Fall in Hoffenheim, dass die Fans also so beschossen worden sind und einer das Pfefferspray in den Hals bekommen hat und keine Luft mehr bekam. Wenn ich als stinknormaler Fan aus einem Sonderzug aussteige und werde da mit einem massivsten Aufgebot an Bereitschaftspolizei alle vermummt empfangen, mit Hunden ohne Maulkorb, mit berittener Polizei. Und das allererste, was passiert, ist, dass halt alle gefilzt werden. 900 Leute, das ist nichts, wo ich mich dann dabei besonders sicher fühle, sondern da fühle ich mich bedroht. Verschärftes Durchgreifen zum Schutz von Frauen und Kindern? Die Ultrafrauen selbst haben keine Lust auf diese Opferrolle. Sie können natürlich auch nicht als Grund hinhalten, dass man jetzt verschärfte Kontrollen macht. Also warum? Die Frauen werden ja genauso kontrolliert. Sie halten daher auch nichts davon, bei Geisterspielen, die sonst vor leeren Rängen stattfinden, nur Frauen zuzulassen. Dennoch machte das Geisterspiel von Fenerbahce eines sichtbar. Wenn ich dieses Geisterspiel von Istanbul, glaube ich, irgendwie sehe, wo irgendwie nur Frauen und Kinder im Stadion waren, die Leute gehen schon in Anführungsstrichen gleichwertig ab. Mir haben auch unsere Mitglieder aus Fenerbahce erzählt, dass es dann wirklich um das Spiel rum und vorm Spiel dann noch fast tumultartige Szenen gab, weil mehr und mehr Frauen versucht haben, ins Stadion zu kommen und nicht reinkamen und dann teilweise Frauen versucht haben, an den Fassaden hochzuklettern. Für seinen Verein brennen, die Mannschaft anfeuern, gemeinsam Siege feiern und gemeinsam Niederlagen beweinen. Frauen wollen nichts anderes als Männer auch. Man hat ähnliche Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit Repressalien, staatlichen und was Polizei betrifft. Ich weiß natürlich zusammen. Für mich macht Ultrasein aus, dass ich mit meiner Gruppe von Freunden meine Mannschaft möglichst oft, möglichst aktiv unterstütze und dabei unfassbar viel Spaß habe.